von mir. Ihr könnt schon sehen, ich habe heute einen Special Guest bei mir. Die liebe Steffi. Hallo. Ist heute bei mir zu Besuch. Wir haben schon einen langen Tag hinter uns. Wir geben es zu. Einen sehr langen Tag. Und ich glaube, an mir sieht man das auch ganz deutlich. An der lieben Steffi natürlich wieder nicht. Ich habe auch gerade schon gesagt, ich hole mir eine Tüte, aber irgendwie wollte das Steffi nicht. Und deshalb müsst ihr jetzt diesen Anblick von mir ertragen. Und von mir? Also es ist wirklich sehr, sehr spät. Das ist das erste Video, das ich so spät abdrehe. Und ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Ihr habt euch ein Video gewünscht, in dem wir beide zusammen sind. Ich hoffe, ihr freut euch. Freut euch, gefällt ihr? Nee, ihr freut euch nicht. Freut euch. Ja, also ich bin auf jeden Fall total froh, dass mich die Steffi besucht hat. Oh. Ja, ich bin total glücklich, dass sie da ist. Und ihr wisst ja, dass ich die Steffi in mein Herz geschlossen habe. Und ich die Heidi auch, deswegen bin ich auch so glücklich, dass ich hier bin. Auch wir haben mal was ganz Tolles für euch. Was machen denn? Ja, was willst du denn zeigen? Achso, wir wollten jetzt ein Video machen. Ja, wir wollten eigentlich ein Video machen, nicht nur plaudern. Ja. Okay. Wir sind hier nicht zum Spaß. So. Es ist so spät, ich sag's euch. Halleluja. Also, auf jeden Fall hatte ich euch ja gefragt, ob ich euch die MAC-Sachen zeigen soll, die ich mir gekauft habe. Und ich habe mir gedacht, wann bitte soll ich diese Sachen zeigen, wenn nicht, wenn Steffi da ist? Genau. War das jetzt grammatikalisch okay? Okay. Unmittelmäßig. Okay, also Steffi ist ja unsere Beauty-Spezialistin und ja, sie mag ja MAC auch sehr, sehr gerne. Ich bin deshalb auch schon ganz gespannt. Ja, ich habe auch noch eine Überraschung für die Steffi, eine kleine Überraschung. Sie weiß nichts davon. Ich hoffe, sie freut sich. Ansonsten gibt es eine Schelle. Und genau, also wir fangen jetzt an. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch die Sachen, ihr habt es euch gewünscht. Und wie gesagt, ich habe halt die Freude, dass Steffi neben mir sitzt und dass sie die Sachen jetzt mit mir erklärt und euch zeigt. Also wir machen quasi einen kleinen Haul und einen Talk draus. Machen wir so? So machen wir. Ganz spontan. Und jetzt zeig deine Sachen. Ja, mein Gott. Ich bin alle neugierig. Also wir fangen mal mit einem Produkt an. Ja. Naja, ich wollte es halt unbedingt haben und ich habe mir gedacht, ich muss es haben und irgendwie, ja, hätte ich es mal gelassen. Was ist das? Prep and Prime? Ja, also es ist von MAC, das Prep and Prime. Weißt du was? Ja, mein Schatz. Das habe ich schon komplett leer gemacht. Okay. Ja, okay. Soll ich was dazu sagen? Ja, sag. Dann sag ich was dazu. Okay, also ich habe es halt einfach verwendet oder ich verwende es, um mein Make-up zu setten oder halt nicht eben nochmal komplett abzupudern, ist ja eigentlich im Prinzip fast dasselbe und ja, es hält mich matt. Ich bin auch zufrieden mit dem Produkt, also ich kann nicht sagen, dass es schlecht ist, aber ich finde halt für den Preis gibt es halt Vergleichbares aus der Drogerie. Mein Leben. Echt? Ich habe das komplette Ding leer gemacht, war zufrieden, aber nicht so total überzeugt, dass ich sage, wow, das ist super Puder. Ich habe es auch zum Setten genommen, genauso wie du jetzt auch. Es ist halt weiß, durchsichtig, transparent, es ist okay, es macht einen netten Job, aber ich es gibt echt bessere in der Drogerie, die die Hälfte kosten und dafür braucht man das Geld nicht ausgeben. Nee, leider. Knapp 30 Euro oder was hat man bezahlt? Also schlecht ist es ja nicht, aber, nein, aber mir ist schon so lange her, ich habe es echt komplett leer gemacht, ne? Ganz leer, also das sieht man nur noch. Aber ja, ich bin ja auch glücklich, dass ich es habe, weißt du, aber wenn ich jetzt losgehen würde und würde ein Produkt suchen, wäre mir das Geld jetzt zu schade, mit dem Wissen, das ich jetzt habe. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, wir sind uns einig. Spart euch die Kohle und spart euch ein anderes Kauft euch ein anderes cooles Puder. So, fertig. So, jetzt kommen wir aber. Das geht schon. Ja. Nein, deine Überraschung kommt zum Schluss. Zum Schluss. Man muss sich mal konzentrieren. Mit meinem Deutsch ist immer ein bisschen schwierig. So, also. Jetzt kommt mein Lieblingsprodukt. Nein, ich habe ja noch was anderes, was auch mein Lieblingsprodukt ist, aber das kann ich jetzt euch jetzt im Anschluss. Moment. Also. Kurze Vorgeschichte, ihr wisst ja, dass ich total gerne dunkle Töne auf meinen Lippen mag. Also Bärentöne sind ja voll meins gewesen jetzt, gerade die letzten Monate, hat ja auch zur Jahreszeit gepasst. Aber was kriegst du heute? Spicy. Spicy von Astro? Ja. Heidi. Spicy Heidi haben wir. Passt ja. So. Habe ich auch hier, weil ich gerade was erklären möchte. Ach so. Das ist wieder typisch, Steffi. Ne? Steffi hat wieder voll den Plan hier. Ja, voll den Plan. Ja, dann crasht mein Video. Nein, dafür ist sie ja da. Also guck nicht so arg auf mich. Wie gesagt, ich bin voll müde. Wie viel Uhr haben wir? Ist auch spät. Oh mein Gott. Oh, ist auf jeden Fall Schlafenszeit. Ist auf jeden Fall Schlafenszeit. Also auf jeden Fall,
ja, war ich auf der Suche nach einem wunderschönen Bärenton. Und ich habe euch bei Instagram auch ja, mehrfach gefragt, nachdem ich euch viele Swatches ja, auf meiner Hand gezeigt hatte, als ich bei DM war. Und ihr habt alle gesagt, Mensch, die sind alle schon schön, aber schau dir mal Rebelle an. Und ich habe mir gedacht, boah, Rebelle, ne? Ja, das ist so ein MAC-Lippenstift, der ist halt teuer. Sagen wir es einfach mal, wie es ist. Und ich war wirklich lange auf der Suche nach einem Dupe. Ihr habt mir auch welche genannt und ich bin euch dafür sehr, sehr dankbar gewesen und bin tatsächlich los und habe mich für den eben Astor ja, Lippenstift von Heidi eben entschieden in der Farbe Spicy 008. Sieht aber auch schön aus. Den trage ich heute auch und ich liebe diesen Lippenstift, aber es hat mich doch echt arg in den Fingern gejuckt. Wirklich. Und deshalb bin ich dann doch noch los. Kannst du es nicht lassen, ne? Nee, ich konnte es nicht lassen und ich habe ihn mir geholt. Hier ist mein Rebell. Oh mein Gott. Ich liebe diesen Lippenstift. Ich ja, zeige euch jetzt mal eine Nahaufnahme, wie ich ihn euch swatche. Oh mein Gott. Also mehr ist dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Ich habe keine Minute bereut, diesen Lippenstift gekauft zu haben. Er ist absolut sein Geld wert. Also ich liebe den. Den ja, hast du auch, der ist vom Tragekomfort her einfach nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Dupes. Es soll noch ein sehr gutes Dupe geben von Wet n Wild, da weiß ich die Farbe nicht, irgendwas mit Plum oder so. Habt ihr mir auch gesagt. Der soll auch langanhaltend sein und das beste Dupe habe ich mir sagen lassen, aber ich finde den absolut ein top. Traum. Und da hättest du auch gleich die Kohle ausgeben können für diese Farbe, bevor man sich durch die Dupes pudelt. Ja, aber ich finde jetzt den schon auch nicht schlecht. Ja, der ist auch schön. Der ist ein bisschen heller und der trägt sich anders so. Der ist ein bisschen... Ja. Ich zeige euch die mal nebeneinander. Ich blende euch die mal nebeneinander ein. Das, der ist halt ein bisschen heller. Der ist halt dunkler, ne, jetzt. Und dann zu meinen Nägeln und so. Ich liebe das halt. Also ich kann es euch nicht sagen. Ich habe es ja letztendlich genauso gemacht. Ja? Ich habe mir auch den Rebel dann... Aber gerade mit mir rummotzen. Naja, das ist ja klar. Ne? Ja, nee, ich liebe den. Und das Schlimme ist, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, ich bin ja jetzt auch noch so verliebt in diesen Nagellack, in den Rebell. Den gibt's auch. Nein. Oh mein Gott, den hat doch Hatice Schmidt gezeigt. Stimmt. Also auf jeden Fall hier, ja, mein Liebling wollte ich euch zeigen. Jetzt mal, lange Rede, kurzer Sinn, mein Rebell. So, jetzt kommen wir zu zwei Schätzen. Oh mein Gott. Also, ich auf der Zeil. In Frankfurt. Danke, Steffi, dass du mir das so unauffällig rüberreißt. Ja, war doch unauffällig, ne? Ja, so. Auf jeden Fall war ich auf der Zeit. Meine Kinder waren gut aufgehoben, mein Mann war mit denen unterwegs und ich dachte, ja, meine Zeit zum MAC-Counter zu gehen. Habe ich ja relativ wenig, ne? Weißt du ja. Also gut, ich komme da rein und das Erste, was mir ins Auge sticht, ist eine LE. Oh mein Gott. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Und zwar zeige ich euch erstmal die Verpackung. Ta-ta-ta-ta. Und dann stehst du schon davor und denkst dir, what? Was ist das? Super. Das muss ich mir angucken. Ja. Es glitzert und funkelt. Wir und schwarz halt, ne? Und Silber und so. Genau. So, und jetzt mache ich euch das mal auf. Aber ich denke, jeder, der sich so ein bisschen damit beschäftigt, weiß, um was es geht. Und zwar habe ich hier wunderschöne Pigmente enthalten. Ja, 5 Stück an der Zahl. Und ja, kannst du dir gerne mal anschauen. Upsala. Genau. Ich habe ja, mich erstmals nicht entscheiden können, aber dann habe ich mir gedacht, Mensch, für den Preis, diese Pigmente, die muss ich einfach haben. Und deswegen habe ich sie auch nochmal in diesen Brauntönen genommen, also Braungold. Und die sind eben Rosegold und einfach traumhaft. Ich liebe diese Pigmente und ich habe die wirklich oft getragen schon, einfach zum Beispiel den Pinsel anfeuchten und auftragen oder eben trocken und die sind halt super ergiebig. Also das ist wirklich der Wahnsinn mit so einem kleinen ja, Fläschchen. Also da kommt man ja wahrscheinlich sein ganzes Leben mit auf. Ja, du dein ganzes Leben auf. Ja. Auf jeden Fall, ich bin gerade so ein bisschen baff. Ich gucke mir die gerade so an, so zum ersten Mal. Und sind echt sagen, schön, ne? Die glitzern und schimmern und die haben eine Farbintensität. Wahnsinn. Beim Schimmern so. Also das ist echt so. Ja, aber die noch ein bisschen auf. Ich will die jetzt eigentlich gerne, ganz gerne mal, darf ich mal gleich ein oder zwei nee. So aufmachen und mal so gucken? Ja. Oh. Lass gut an, bitte. Lass gut. Adi aus dem Bild. Steffi alleine mit den Bienen. Was magst du? Tann. Du liebst also bestimmt die, Tann, das hier, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich kann es nicht lesen. Warte mal. Eigentlich, ich war beim Augenarzt, ich brauche keine Lesebrille, ich habe Adleraugen, aber... Steffi, aber es ist auch schon das spät, kann ich nicht einigen Stunden irgendwas mit... What? Lass ja, mal. Ich weiß. Okay.
Hammer. Hammer. Nee, geht bei mir auch nicht. Irgendwas mit Red. Weiß? Und hier ist noch eins, das finde ich auch rich. Okay, wir sagen es euch. Wir blenden es auf jeden Fall ein, wie dieses wunderschöne Pigment heißt. Also. Ich blende die euch sowieso auch nochmal von Namen ein, weil die sind auf jeden Fall eine Aufnahme wert. Ja, oh mein Gott. Und die Farbe möchte ich mir auch mal angucken. Traumhaft. Ich habe euch auch auf Instagram ein Bild gepostet, ja, wie ich mich damit geschminkt habe. Das hat euch auch irgendwie sehr gut gefallen. Da habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut. Und es sind halt so richtig meine Farben. Ne? Also traumhaft. Und ich finde, die Pigmente ja, kann man sich auf jeden Fall mit einer Freundin teilen. Also wenn ihr die in normal size, wo willst du nur hin? Bleib sofort hier. Komm zurück. Die würde ich auch schon gerne mitnehmen. Also die sind echt nein! Super gut. Du kriegst nichts. Super schön. So. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ja genau, also wenn ihr euch die in Full Size kauft, sind die ja schon eigentlich relativ teuer. Ne? Weißt du, was so ein Pigment kostet? Weiß ich nicht genau. Auch so um die 30 Euro. Ich will nichts Falsches erzählen. Ich möchte auch nichts Falsches sagen. Ich meine, die werden größer. Ja, ne? Ja, die sind deutlich, ja, natürlich, die sind um einiges größer. Aber du hast dann halt nur eine Farbe. Ja. Weißt du, und so habe ich halt jetzt für den Preis, ich blende euch den genauen Preis nochmal ein, seid mir nicht böse, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich möchte auch nichts Falsches sagen. Aber für den Preis habe ich dann halt wirklich mehrere Farben. Ich kann rumswitchen, ich kann rumprobieren, ich könnte ein bisschen was verschenken. Ja, könnte ich machen. Könntest du, ne? Könnte ich. Also ich habe auch noch kein Pigment, obwohl ich die schon ganz oft gesehen habe in Make-up-Tutorials. Was sind die denn schön? Habe bei zwei, drei Farben immer gedacht, boah, das ist ja meine Farbe, ne? Ja. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Das finde ich ist so eine richtig schöne, kleinere Größe. Ja. Ne? Und bei allen, bei den großen, bei den normalen Pigmenten wird halt ganz oft dazu gesagt, die kann man sich zu viert teilen Wahnsinn. Oder so. Und da kommt man trotzdem noch ein Leben lang drauf. Ja. Von sofern, ja. Also finde ich, ist das eine aber gute Entscheidung gewesen von dir, die mitzunehmen. Und weil da hast du auf jeden Fall super lange was von. Dein Leben lang was von und du hast eine ganz tolle Farbauswahl. Also. Und ich finde auch so für besondere Anlässe, weißt du, so gerade die Farben hier. Ja, ne? Oder auch dieses Gold hier, das, also sowas. Wenn da irgendwie eine Feierlichkeit ansteht, jetzt Ostern oder irgendwie sowas, ne? Doch. Wahnsinn. Also ganz toll. Das Problem ist, dass ich jetzt natürlich nicht weiß, wo ihr das noch ergattern könntet. Ich weiß, dass es auf Kleiderkreisel ja sowas sehr, sehr gerne verkauft wird. Weißt du vielleicht irgendwie einen Tipp? Das ist doch meistens eh mal teuer, ne? Also, Kleiderkreisel? Ja. Ich weiß es nicht, also... Ich weiß es nicht. Ja. Einfach mal gucken. Einfach mal gucken, genau, und versuch, ist es wert. Und schau mal, die Farbe hier, die passt doch wieder zu meinem Rebell, oder? Wo wir doch mal wieder beim Thema sind, auch zum heutigen Nagellack. Wie heißt die? Stunden später? Man weiß es nicht. Heritage? Rouge? Ja, ich blende euch wieder ein. Ihr wisst doch, es steht hier irgendwo. Am besten hier auf meinem Gesicht. So. Großer Balken auf meinem Gesicht. Also, toll. Ganz, ganz toll. Und ich habe die als Deko so ein bisschen auf meinem Schminktisch stehen. Dann schaue ich mir die immer schön an. Und, ja. Zu besonderen Anlässen schminke ich mich damit. Wie gesagt, ja, ganz, ganz toll. Und ja, man kann sie halt auch, wie gesagt, verschieden auftragen. Man kann sie schichten mit dem nassen Pinsel, mit dem trockenen Pinsel. Aber das habe ich euch ja schon alles erzählt. Und genau. So, jetzt darfst du wieder nehmen und verstecken. Ich bin so ein ganz kleines bisschen neu. Ja, was willst du denn jetzt? Du kriegst auch nichts von mir. Warum auch? Reicht ja, dass du gegessen und getrunken hast. Das kommt noch. So. Hauptsache, du siehst wieder gut aus. Die Kleine hier neben mir. Ist doch bescheid, ne? Hier. Also, ich habe jetzt natürlich noch eine Überraschung. Ich will mal nicht so sein heute, ne? Heute ist ein guter Tag. Was bist du da? Also, ich habe eine Überraschung für meine Freundin Steffi. Und zwar, ja das ist Steffi. Und ich war echt, also das ist das, was mich am meisten genervt hat an dieser ganzen Sache. Und ich sage genervt, ich sage es absichtlich, aber nicht negativ genervt, sondern weil ich einfach keine Zeit habe. Leute, ich habe keine Zeit, mich mit Dingen zu beschäftigen, die mich nerven. Macht das Sinn? Nein. Nein, du verstehst gerade Bannung. So, auf jeden Fall war ich auf der Suche nach Gefäßen, die ebenso hoch sind, die dem Pigmentgefäß. Nein! Was willst du? Ich will die abgeben. Nee, ja, komm. Geh weg. Das sind für meine andere Freundin. Auf jeden Fall war ich auf der Suche nach so einem. Die machen mich den ganzen Tag verrückt und sagt, ich habe meine Arme hier so arg raus, wenn ich mich so arg lache. Ich weiß nicht, was hier los ist. Kann ich jetzt mal mein Video hier machen? Guck mal, ich rede schon auf Italienisch mit dir. So. Also, meine Lieben. Falls ihr noch nicht weggeschaltet habt, hier,
ist dieses Gefäß, ja, so schön hoch. Und wisst ihr, was ich mir gedacht habe? Ich war am Backen, ne? Und kennt ihr diese, wie heißen die, helfen mir auf Deutsch, diese Aromen. Ja, kennt ihr die? Diese kleinen Mini-Reagenzbällchen, wo die Vanille und ich sehe das Teil und denke mir, cool, ich nehme das. Aber da ist oben der Dingens zu der Spalte. Der Einfüller. Wie heißt, ja, wir machen mal Raten. Die Charade. Achso, wir wollten ja ein Video machen. Okay. Also, ja, halt diese Öffnung oben. Öffnung. Ja. Jetzt halt gleich gesagt. Also, Öffnung. Die Öffnung oben ist zu klein. Es ist zu spät für ein Video. Ich schwöre. So. Auf jeden Fall, ja, war ich dann auf der Suche, dann war ich im Bastelladen, dann war ich da, dann war ich bin von A nach B gelaufen. Das war echt nicht schön. So. Irgendwann, ich habe nicht danach gesucht, stehe ich in irgendeinem Laden. Wie hieß denn der Laden? Ein Euro-Laden oder so? Ein Teddy. Hier steht Teddy. Ich war im Teddy. Und sehe diese Teile in der Bastelabteilung und denke mir, wow, das ist es. Genau das habe ich gesucht. Also ich habe eigentlich was anderes gesucht, aber das tut es auch. Und das hier ist noch viel besser. So, schaut euch mal diese Behälter an. Ich halte extra nah, also weg, dass ihr nicht so nah mein Gesicht seht. Und auf jeden Fall ist halt oben, ich blende euch das von Namen ein, da seht ihr es besser. Oben ist halt richtig schön groß die Öffnung. Ja, und was habe ich mir jetzt eigentlich dabei gedacht, als ich die gekauft habe? Du könntest mir was abfüllen von dem schönen Pigment. Ich habe schon angefangen. Hallo, und wir dachten, dass das für dich ist. Ein bisschen. Ah. Ja, das macht schon. Ja, das macht es. Es wird nichts rausgeschnitten. Egal. Oh. So. Hallo, wer sagt denn überhaupt, dass das für dich ist? Lass mich doch mal fertig reden. Ich warte den ganzen Tag auf eine Überraschung. Achso, ja, okay. Also, auf jeden Fall habe ich hier schon mal Tannen rein, weil Tannen ist für mich ein Traum. 12. Also Tannen. 12 von diesen kleinen Dingern sind 12. Drin. Ja, ist also gut, das passt ja. So, und dann habe ich mir gedacht, fülle ich die ab und wem gebe ich die? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Nein, es war ein Scherz. Natürlich gebe ich sie meiner Freundin Steffi. Weil die Steffi, ihr wisst ja alle, also ihr wisst alle, die Steffi ist ja ein absolutes Lidschattenmonster. Also nennt sie am besten so demnächst. Schreibt ihr das nächste Mal, wenn ihr einen Kommentar schreibt, hallo mein liebes Lidschattenmonster. Könnt ihr was gewinnen? Wenn ihr dieses Video gesehen habt, schreibt bitte in meinem nächstes Video unten in die Kommentare. Hey, total hallo liebes. Lidschattenmonster. Lidschattenmonster. Das Wort Lidschattenmonster muss einfach nur. Nur das Wort. Dann weiß ich gleich Bescheid. Komm, wir müssen auch was verlosen. Ein Tutorial. Von dir. Das ist schwer. Du machst ja eh. Ich werde mit diesen, doch, das mache ich. Also mit den ja. Machst du ein schönes Pigmenten, Tutorial für mich? Mit den Pigmenten. Ich mache mehrere Tutorials. Okay. So nach und nach. Also das wie ich so dazu komme. Ne? Also mal ein Rose Gold und mal ein Brown und mal Masse. Ein... Ja. Das mache ich. Freust du dich? Ja. Tolle Überraschung. Ich ziehe das durch das ganze Jahr bis zum Weihnachts-Make-up. Oh Gott. Jetzt freue ich mich schon drauf. Alles die ist klar. Schuld. Danke. Danke fürs Endabonnieren. Okay, freust du dich? Ja, sehr. Ernsthaft? Sehr. Und ich bin echt umgegangen. Was hast du da schon reingefüllt? Tan. Das ist Tan. Das konnte man auch gut lesen an der Verpackung. Was wir noch machen, wir schreiben dann ganz ordentlich. Also entweder drucke ich dir so kleine Blättchen aus, die ich dir dann draufklebe, oder halt mit einem wasserfesten Ei. Sofern sie die Bezeichnung des Pigments erkennen kann. Und dann mit Lupe. Originalflasche. Ja. Mit Lupe? Ja. Okay, aber dann machen wir das. Ist der Wahnsinn, aber super. Ganz toll. Cool. Aber ich muss dir natürlich die Namen draufschreiben, weil wenn du dann das Tutorial machst... Ja, dann muss ich ja wissen, was ich da schminke. Genau. Habe ich mal mitgedacht. Wisst ihr Bescheid? So, meine Lieben. Also, ja. Das waren eigentlich schon... Hat sich ja richtig gelohnt für mich, ne? Wenn ich kurz dazwischen reden darf. Also ich freue mich sehr. Also die Fahrt hat sich auch gelohnt. Na toll. Nur deswegen. Nein, dieses Video. Dieses Video hat sich gelohnt. Ich habe auch lecker gekocht, wirklich. Ja, sehr lecker. Ja. Mal lecker. Ich komme jetzt öfter. Ich bleibe eigentlich direkt mal hier. Ja, schön wär's. Aber ich glaube, unsere Männer, die haben da was gegen. Naja, egal. Also mein Mann jetzt nicht, aber ich meine, du musst ja auch mal ab und zu für deinen Mann kochen und so. Soll er sich was bestellen? Das war so schön hier. Okay, meine Lieben. Also, genug Spaß gemacht. Das war's von meinem Mac Haul. Also, mir hat Spaß gemacht, mit dir ein Video zu machen. Ja, das war so geil. Wir drehen noch ein Video. Nee, wir haben ja gar nichts vorbereitet. Es war ja eigentlich auch eher spontan. Also, ich habe zu Steffi gesagt, komm,
So viele haben sich das jetzt gewünscht. Ihr habt es auch immer wieder bei Instagram und unter die Kommentare geschrieben, wir sollen doch mal zusammen ein Video machen. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig für uns, weil wir halt so weit weg wohnen. Und wenn wir uns sehen, dann kurz und dann möchten wir, ja, ne, quatschen, einfach die gemeinsam. Wir haben heute Abend bestimmt 2 Stunden geswatcht. Das war wirklich total verrückt. Die Sonne hat total geschienen, wir waren draußen, wir haben wunderschöne Bilder gemacht und haben das einfach total genossen, wisst ihr? Und ich finde so eine Freundschaft, ja, ich bin wahnsinnig froh, dass ich natürlich Steffi ja, durch YouTube kennengelernt habe, aber das wisst ihr ja schon. Genau. Möchtest du auch irgendwie was sagen oder sitzt du einfach nur da und siehst gut aus? Ich höre dir zu die ganze Zeit. Achso, ja. Sitzt du da und bin schön. Ja, so bin ich. Ja, es war wirklich ein ganz toller Tag und jetzt haben wir uns halt am Ende noch dazu entschlossen, uns tatsächlich hinzusetzen und zu sagen, wir machen noch was. Ein Video gemeinsam. Dann kam sie halt auf die Idee, das mit dem Make-up. Genau, weil die Sachen schon eine ganze Weile da stehen und ihr habt es euch ja gewünscht. Das ist ja wie gesagt schon Schlafzeit. Geschlafen wird halt nicht viel. Morgen früh ist die Nacht rum und dann geht es schon wieder weiter mit Schnack. Aber ja, weil morgen muss Steffi schon wieder abreißen. Ja. Das ist unglaublich. Es war wunderschön, mit dir ein Video zu machen. Herzlichen Dank. Ja, gerne. Wenn du das nächste Mal bei mir bist, dann machen wir sowas nochmal. Ja, gerne. Dann schreibt uns doch mal bitte in die Kommentare, was ihr als nächstes von uns sehen wollt. Genau. Wenn wir das nochmal zusammenfinden. Vielleicht können wir mal einen Tag zusammen machen oder was Lustiges. Ja. Oder ja. Irgendwas Lustiges. Ich schmink die Steffi, dann sieht sie auch mal schlecht aus in dem Video. Das habt ihr ja nie erlebt. Ja, das mache ich jetzt. Das ist der Lippenstift. Okay, meine Lieben, also, wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall, also ich für mich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und die Steffi bestimmt auch, aber die verabschiedet sich gleich selber nochmal. Die darf jetzt auch gleich noch was sagen. Ich laber und laber in aller Schule. Ist das einfach das, was ich immer sage? Ja, ich weiß schon, was du immer sagst. Okay, meine Lieben, also herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein kleiner Mac-Haul und unser Beauty-Freundinnen-Talk, genau, nehme ich jetzt einfach mal so super Wortfindung. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Und jetzt gebe ich an Steffi ab. Ja, auch ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Na denn, mein Tau. What? Na denn, mein Tau. Ich kann nicht mit dir ein Video machen. Warum denn? Bin ich so schrecklich? Ich bin ganz lieb, sitze hier neben dir, lächle in die Kamera. Was willst du denn? Es guckt immer alle nur auf dich. Ach Quatsch. Wir hatten hier die tollen Haare. Ja, wir hatten hier die roten Augen. Hier, er hat 38 Stunden geschminkt, weißt du? So, jetzt aber. Okay. Joppa.